Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu eurem November. Auch für euch, wir schauen uns gleich an, was euch alles so erwartet. Bevor wir loslegen, schaut euch auch euren Aszendenten an und euer Mondzeichen oder falls ihr wisst, dass irgendein Sternzeichen in eurem Horoskop besonders dominant ist, schaut euch dann auch dieses Video an. Ich werde alle Videos oder alle Sternzeichen nach und nach veröffentlichen. Okay, liebe Zwillinge, für euch erstmal eine allgemeine Information, je nachdem, was das Tarot uns mitteilt. Dann schauen wir uns die Liebe an, den Beruf und ich ziehe euch auch noch einen Ratschlag. So, dann lass uns doch schauen. Zwillinge, Zwillinge, Zwillinge im November. Okay, liebe Zwillinge, hier ist eine Person erschienen. Eigentlich sind es hier mehrere Personen, aber meistens schauen mir Frauen zu. Ja, hier könnte irgendein Mann eine wichtige Rolle spielen bei euch im November. Wenn ihr in eine Beziehung, in eine Ehe seid, sehe ich hier eine ausgeglichene Energie. Hier kommuniziert man über irgendwelche Wünsche, vielleicht in Bezug auf eure Beziehung, in Bezug auf eure Ehe. Kommunikation ist hier zu sehen. Und eine Harmonie. Ja, Harmonie, Kommunikation oder vielleicht kommt Harmonie durch eine Kommunikation, ja, durch Miteinander sprechen. Das ist hier möglich. Alle, die in einer Beziehung sind, alle Zwillinge, falls mir Männer zuschauen, es können auch Frauen sein, ja, mit denen ihr hier in Harmonie kommt. Ihr müsst halt quasi das, was ich sage, müsst ihr so ein bisschen umwälzen, ja, und eure Situation entsprechend passend machen. Ansonsten, Zwillinge, die Single sind, könnten einen Mann kennenlernen im November. Vielleicht über das Internet. Könnte sich hier ein neuer Kontakt aufbauen oder generell Kontakt auf Distanz ist hier möglich. Generell, wenn wir die Liebe außer Acht lassen, quasi, ja, in dieser Information. Hier geht es um irgendwelche Ziele, um irgendwelche Wünsche. Und hier gibt es auch die Tendenz, dass euch irgendeine Person dabei helfen wird im November. Ja, vielleicht durch Gespräche, dass ihr euren Wunsch formuliert, quasi in Anführungsstrichen, ja, oder dass ihr euch bewusst werdet über einen bestimmten Wunsch. Und dadurch quasi zu Klarheit kommt, was ihr vielleicht demnächst vorhabt, was ihr demnächst machen möchtet, ja, wohin ihr euch demnächst entwickeln könnt, entwickeln möchtet. Was ja auch der Fall sein kann, weil die Hohepriesterin steht auch sehr oft für eine Weiterbildung, ja. Sie hat immer irgendwie ein Buch oder die Tora-Rolle in der Hand, ja, was für Wissen steht. Hier könnte auch das Thema werden, ja. Vielleicht beschließen einige unter euch, sich weiterzubilden, ja, oder vielleicht bucht ihr irgendeinen Kurs. Vielleicht bucht ihr irgendeine Weiterbildung, liebe Zwillinge. Okay, das ist die erste Information. Lasst uns speziell jetzt noch die Liebe anschauen. Was ist in der Liebe bei euch so los? Was wird bei euch in der Liebe so los sein, liebe Zwillinge? Auch hier ist der Kontakt zu einem Mann zu sehen bei einigen. Ihr wisst noch nicht so ganz, was ihr davon halten solltet, ja? Ihr wisst noch nicht so ganz, ob das Ganze Sinn macht, ob das Ganze eine Chance hat. Ja, alle Single-Zwillinge, auf euch wird das besonders zutreffen, dass ihr hier nicht so ganz wissen werdet,
Was ihr denn mit dieser Bekanntschaft hier anfangen sollt. Ja, ganz egal, ob das ein Mann ist, eine Frau ist, ihr seid euch unsicher, was ihr von diesem Kontakt halten solltet. Ihr könnt wahrscheinlich diesen Menschen noch nicht so ganz zuordnen. Das, was er euch gegenüber kommuniziert, das, was er euch gegenüber aussendet, ja, ihr wisst noch nicht so recht, damit etwas anzufangen. Was hier auch möglich ist, das gilt jetzt für Zwillinge, die in einer Beziehung sind. Auch hier, ihr könnt euren Partner nicht so ganz einschätzen im November. Ihr wisst nicht so recht, was ihr von dem halten solltet, was er euch gegenüber hier kommuniziert. Ja, ich ziehe noch eine Karte. Der Teufel ist noch dazu erschienen und der Gehängte. Einige Zwillinge werden Angst haben, hier in so eine Falle zu treten, vielleicht in eine emotionale Falle. Ihr könntet Angst haben, Angst in Anführungsstrichen, ja, einfach so die Befürchtung haben, dass ihr euch vielleicht auf die falsche Person emotional einlässt, ja, vielleicht wollt ihr euch gar nicht so schnell emotional auf eine Person einlassen, vielleicht seid ihr hier einfach ein bisschen vorsichtig, ja, das ist ja alles gut. Ja, viele denken irgendwie eine glückliche Beziehung, das muss sofort, muss alles wie am Schnürchen laufen, man muss sich sofort verlieben und alles muss sofort funktionieren. So ist es ja nicht. Ja, es ist ja besser, wenn man vorsichtig ist. Und ihr seid hier vorsichtig, liebe Zwillinge, ja. Ihr seid generell so ein bisschen, was eure Beziehungen anbetrifft oder das Thema Liebe. Ihr seid vorsichtig. Ihr habt wirklich so ein bisschen die Angst, emotional euch zu sehr hier auf irgendwas einzulassen, ja. Und deswegen bleibt ihr vielleicht sogar so ein bisschen, ich sage das jetzt einfach mal so ein bisschen oberflächlich. Okay, dann lasst uns den Beruf anschauen. Die Zwillinge im Beruf im November. Was ist da bei euch los, liebe Zwillinge? Was ist da bei euch los? Muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden oder vielleicht fällt dir eine wichtige Entscheidung. Kann sogar sein, dass ihr vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht habt, aber schlussendlich führt diese Entscheidung zu einer Stabilität, vielleicht zu einer neuen Möglichkeit. Das Ass der Schwerter steht auch sehr oft für Abbruch. Ja, weil man kann mit diesem Gerät, ja, mit dieser Waffe kann man eben schneiden. Und es ist durchaus möglich, dass ihr hier irgendwas beendet, dass ihr irgendwas absagt und euch dadurch aber besser fühlt. Ja, es gibt ja manchmal auch so Situationen, wo einem etwas vorgeschlagen wird, ja, was eine Beförderung ist, aber man fühlt sich dem vielleicht nicht gewachsen oder man fühlt, oder man sagt sich, okay, eigentlich das Geld, was ich habe, ich bin damit zufrieden, ich habe dafür mehr Freizeit, ich habe vielleicht weniger Verantwortung, mir geht es doch eigentlich gut, ja. Ja, Beförderung ist gut. Ja, ich würde vielleicht mehr Geld verdienen, aber diese Belastung, ja, die ist es mir dann im Grunde genommen, ist mir das Ganze dann das alles nicht wert. Ja, und sagt dann womöglich ab. Und genau dadurch, ja, ist man vielleicht dann nur noch mehr dankbar für die Situation, in der man lebt, ja, für diese Erleichterung vielleicht sogar. Und sagt sich, ja, ich habe das Richtige getan. Ihr werdet hier irgendwas tun, irgendwas entscheiden, was richtig sein wird, was euch vielleicht sogar neue Perspektiven eröffnet. Was gut möglich ist, dass ihr vielleicht durch Informationen ja Klarheit in eine Situation bringt, zu Klarheit kommt und ja vielleicht sogar tatsächlich auch irgendwas annehmt, ja. Das ist auch gut möglich und dadurch vielleicht hier sogar zu einer besseren Situation kommt. Hier kann auch eine finanzielle Verbesserung stattfinden. Ja, und generell einfach eine stabile Situation. Also irgendwas wird im Unklaren sein, liebe Zwillinge, ja, im November. Nicht bei allen, bei einigen von euch. Aber das ist hier nichts Negatives. Ganz im Gegenteil, das führt zur Verbesserung der ganzen Situation. Okay, liebste Zwillinge, noch ein Ratschlag für euch für den November. Was rät euch denn hier das Tarot für den November? Abzuwarten. Geduldig zu sein und generell auf die Aktivität
einer männlichen Person warten quasi. Beziehungsweise warten ist so das schlechte Wort. Ich bin immer gegen das Warten, sondern einfach die Dinge fließen lassen. Hier hat irgendeine andere Person in irgendeine wichtigen Entscheidung womöglich, ja. Ich will nicht sagen das Machtwort, aber ihr solltet quasi so ein bisschen die Zügel aus der Hand lassen und diese Person hier Vortritt gewähren, ja. Diese Person wird zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun und ihr habt eigentlich hier ja eigentlich nichts zu tun, außer passiv zu sein. Irgendeine Situation wird es geben bei euch, liebe Zwillinge, wo es besser ist, ja, quasi die Füße stillzuhalten. Ich sag das mal so. Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen November. Schreibt etwas in die Kommentare. Like dieses Video, das ist sehr, sehr wichtig. Energieausgleich, Unterstützung. Abonniert, aktiviert die Glocke und habt einfach einen wunderschönen Monat und schaut doch demnächst wieder vorbei. Bis bald.